Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer SAK-TV-Reportage. Judo, ein Unternehmen, das sich seit über 80 Jahren mit Heizungen und der optimalen Befüllung beschäftigt. Stichwort Heizungswasseraufbereitung. Was ist dabei der Planung, dem Bau und der Inbetriebnahme zu beachten? Darüber haben wir mit Judo-Fachberater Achim Drews gesprochen. Ich bin viele Jahre für die Firma Judo unterwegs und bin natürlich in ganz vielen Heizungsanlagen auch zu Hause gewesen und habe mir verschiedene Anlagen und verschiedene Probleme angeschaut. Und man muss da immer wieder sagen, dass die Vorbereitung eigentlich in der Planung und nicht nur in der Ausführung, sondern auch in der Planung steckt. Das heißt, die erste Frage ist immer wieder bei der Heizungswasseraufbereitung, in welcher Stadt bewege ich mich, wo wird die Anlage eingebaut? Das heißt, wir bieten den Service erstmal an, zu wissen, welche Wasserhärte liefert der Wasserversorger. Das ist Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist, wie viel Wassereinhalt kommt tatsächlich in die Heizungsanlage rein? Mit Pufferspeicher, ohne Pufferspeicher habe ich eine Wasseraufbereitung, mit den Frischwasserstationen, oder habe ich einen ganz normalen Heizkörper, habe ich Radiatoren, habe ich eine Alt- oder habe ich eine Neuanlage? Dazu kommt dementsprechend die Auswahl des passenden Wärmeerzeugers. Also habe ich ein Brennwertgerät, habe ich eine Wärmepumpe, habe ich eine Solaranlage. Dazu kommt dann, welches Fabrikat wird letzten Endes gewünscht oder welches Fabrikat soll ausgeschrieben werden. Daraufhin richtet sich dann die Wasserqualität, die der Kesselhersteller in seinen Bedingungen dementsprechend vorgibt. Und dazu kommt als allerletztes natürlich die Auswahl des passenden Rohrnetzes. Also nämlich ein Stahlrohr, nämlich ein gepresstes C-Stahlrohr, ein Kunststoffrohr oder ein Kupferrohr. Und aus dem ganzen Sammelsurium, wenn ich mal so sagen darf, aus der Mischung dieser Komponenten, können wir letzten Endes dann entscheiden, ob wir empfehlen, Stadtwasser zu nehmen, ob wir empfehlen, vollentsalztes Wasser zu nehmen oder ob wir ganz klar sagen, es reicht auch vielleicht die klassische Enthärtungsanlage. Empfehlenswert ist die Kontaktaufnahme mit dem Heizungswasserspezialisten. Das ist eigentlich grundsätzlich schon zu empfehlen, denn die erste Frage ist grundsätzlich, hat der Kunde einen Stadtwasseranschluss oder hat er auch einen Eigenwasseranschluss? Denn es gibt auch in vielen relativ ländlichen Gebieten natürlich Kunden mit einem Brunnenwasseranschluss, das heißt, es liegt gar nicht Stadtwasser in der Nähe irgendwo. Und wir prüfen erstmal, wenn es Brunnenwasser ist, ob das Brunnenwasser überhaupt der Trinkwasserverordnung entspricht. Denn die oberste Priorität sagt ganz klar der Kesselhersteller, eine Heizungsanlage ist grundsätzlich immer zu füllen mit Trinkwasserqualität. Das heißt, ich werde ganz oft gefragt oder auch angerufen, ich brauche eine Heizungswasseraufbereitung, ich brauche dieses und jenes. Und dann habe ich in der Regel immer 6, 7, 8 Gegenfragen und stelle ganz oft fest, dass viele Fragen eigentlich gar nicht sofort beantwortet werden können, sodass wir eigentlich erstmal eine gewisse Vorarbeit brauchen von unserem Kunden, von unserem Handwerker. Denn nur wenn wir diesen Fragenkatalog auch einwandfrei beantwortet kriegen, können wir auch ganz seriös ihm raten, was zu tun ist, ihm eine Planung machen und ganz klar ihm vielleicht auch zu manchen Dingen raten, die er vielleicht bei der Planung sonst nicht beachtet hätte. Vor allen Dingen leben wir ja letzten Endes viel auch von der Anlagensanierung. Das bedeutet, die Anlage ist, ich sage einfach mal, es ist ein klassischer Kessel gewesen, 30 Jahre alt mit normalen Heizkörpern, Plattenheizkörpern oder Radiatoren. Und dann soll diese Anlage erneuert werden, wobei die Heizkörper und das Rohrnetz verbleibt halt im System. Das heißt, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass ich das neue, zum Beispiel Brennwertgerät, letzten Endes in diese Anlage integriere? Welche Maßnahmen sind nötig, dass dieses Brennwertgerät oder dieses Heizgerät letzten Endes auch die nächsten, ich höre immer wieder von diversen Kesselherstellern, die nächsten 15 Jahre einwandfrei funktioniert, setzt natürlich auch voraus, dass eine jährliche Wartung stattfindet. Wichtig ist also die genaue Berücksichtigung der Heizungsanlage. Jede Heizungsanlage ist ganz klar individuell zu sehen, denn ich habe ein unterschiedliches Rohrleitungsnetz, ich habe unterschiedliche Materialien. Dazu kommt letzten Endes natürlich, dass die heutigen Wärmeerzeuger deutlich weniger Wasserinhalt haben als früher. Ich kann mich an ein 10 kW Brennwertgerät erinnern mit 0,5 Liter Wassereinhalt. Und wenn ich dieses Gerät zum Beispiel in ein 50 Jahre altes Heizungsnetz integriere, dort sind noch Radiatoren integriert, die Anlage hat ein wenig Korrosion. Und man muss natürlich auch immer wieder von der Praxis her sagen, viele Kunden entscheiden sich erst für ein neues Heizgerät, wenn
die Heizungsanlage schon so undicht ist, dass was passieren muss. Das heißt, es ist über diese Undichtigkeit letzten Endes Frischwasser nachgespeist worden. Mit dem Frischwasser kommt Kalk in die Anlage rein und vor allen Dingen auch Sauerstoff. Sauerstoff führt automatisch zu Korrosion. Und diese Korrosion selber müssen bei der Integration des neuen Wärmeerzeugers erstmal grundsätzlich rausgespült werden und entleert und rausgespült werden, damit überhaupt der neue Wärmeerzeuger technisch mit der vorhandenen Anlage auch klarkommt. Wir beraten grundsätzlich nach der Einbau- und Betriebseinleitung des Kesselherstellers. Das heißt, das ist die Vorgabe eigentlich für unseren Heizungsbauer, dass er danach arbeitet. Und es stehen viele Dinge wie Trinkwasserqualität, wie Spülung, wie Übergabe eines Anlagenbuchs, wie Dokumentation und Wartungsdinge in diesen Einbau- und Betriebseinleitungen drin, wo er letzten Endes eigentlich gehalten ist, nachzuarbeiten. Also das, was wir eigentlich drauf beraten, ist grundsätzlich bei jedem Kesselhersteller in deren Unterlagen auch wieder nachzulesen und vorzufinden. Auch die Ansprüche des Werkskundendienstes bei Inbetriebnahme sind zu beachten. Viele Anlagen werden heute von dem Werkskundendienst des einzelnen Kesselherstellers in Betrieb genommen und dieser Hersteller hat natürlich in der Regel eine Möglichkeit, die Wasserqualität vor Ort zu analysieren. Und ich stelle immer mehr fest, dass die Hersteller letzten Endes dem Heizungsbauer ganz klar die Abnahme verweigern. Das kann sogar so weit gehen, dass, das habe ich auch einige Male erlebt, dass der Hersteller die Inbetriebnahme gar nicht mehr bis zum Ende durchführt, sondern ganz klar seinem Heizungsbauer sagt, bitte sorge dafür, dass die Wasserqualität passt. Ansonsten kann ich dir die Anlage nicht reibungslos und ohne Mängel in Betrieb nehmen. Um auf dem Gebiet der Heizungswasseraufbereitung fit zu sein, bietet Judo auch Schulungen bei Handwerkern vor Ort an. Das ist eigentlich einer unserer großen Stärken, muss man sagen. Es werden ganz viele Schulungen angeboten, vor allen Dingen Schulungen beim Fachhandwerker vor Ort. Wir brauchen in der Regel 90 Minuten. Ich sage immer ganz gerne, was nutzt das, wenn der Chef zu unseren Schulungen kommt und seine Mitarbeiter arbeiten wie vor 30 Jahren. Das heißt, wir versuchen, das Wissen und die Ideen und die Tipps, die wir haben, auch unsere Produkte, wovon wir letzten Endes leben, natürlich auch an den Mitarbeiter weiterzugeben, der vor Ort auf der Baustelle mit umgehen muss, der das Gerät einbaut, der das Gerät wartet, damit letzten Endes der Monteur die Scheu vor den Produkten verliert und auch letzten Endes weiß, was er tut, wie das Produkt funktioniert, wie es, wie man so schön sagt, tickt, damit anschließend die Anlage auch einen einwandfreien Betrieb die nächsten Jahre hat. Morgen geht es hier an selber Stelle weiter mit Ihren SAK-TV-Nachrichten. Dann geht es unter anderem um die Messe Essen. Die plant nämlich weiterhin mit der SAK Essen und bezahlten Schülerpraktika in Dresden. Ich sage Tschüss für heute und bis bald.